Weiter geht's auf The Legend of Zelda Wind Waker auf einer Insel. Und haben wir die überhaupt schon eingezeichnet gehabt? Nein. Also eine unbekannte Insel aktuell noch, bis wir sie natürlich einzeichnen. Aber ich würde erstmal sagen, wir schießen erstmal die hier Vögel ab, weil die regen mich komplett auf. Ihr gottverdammten Geier, kommt her! Alter. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach so. Machen wir es scharfschutzmäßig. Bam! Was? Als ob ich nicht getroffen habe. Was bin ich denn für ein Lappen? Komm schon. Bam! Zu früh geschossen. Aber ja, jetzt treffe ich ihn. Jetzt treffe ich ihn. Und komm. Bam! Nein! Geht's ab! Nein! Es kommt hier. Oh Gott, verdammter Dreckzeug! Alter, ich bin gerade echt so doof zum Ziehen, ne? Als hätte ich, was weiß ich, wie viel Alkohol intus und probiere gerade Mario Kart zu zocken. Komm schon. Aber jetzt hat. Bam! Nein! Du verdrickst wie! Komm her! Ah, Sperrfeuer! Fuck it! Okay, ich geh's auf. Okay, Plan B. Ich nehme einfach die Putt-Putt-Frucht. Ich hab's eingesehen, okay, Leute? Ich hab's eingesehen. Dass ich einfach nicht zielen kann, in der Regel wäre das ebenso, okay? Bitches. Wir müssten eigentlich sowieso die Möbel verwenden, weil wir müssen da ganz nach oben. Und damit kommen wir natürlich nur mit der Möwe. Und obwohl wir gerade verfolgt werden von diesen ganzen Drecksviechern. Obwohl, das ist der Vorteil, dass wir jetzt verfolgt werden. Die können wir jetzt dann alle zu den Glocken. Und wenn... Das ist mehr als gedacht. Okay. Doch nicht. Ich will zur Schatzruhe. Komm zu Papa. Oh Mann, ey. Erst probieren die ganze Zeit die ganze Scheiße abzuballern und dann flüchten. Beste Taktik ever. Aber wir haben ein Herzteil. Und da fehlen uns nur noch zwei, damit wir wieder ein neues Herzchen haben. Nice. Aber okay. Die Vögelein lassen wir. Oh Gott, sie kommen. 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 Get down. Double kill. Drecksviecher. Tja, wer sich mit mir anlegt, geht halt drauf, ne? Habe ich nicht recht? Ja, ja, ich kann auch ganz anders schießen. Ganz, ganz anders. Bam, bam. So, dann schießen wir noch diesen Eisklotz ab. So, und... Na gut, ne, also ich will ja nicht sagen, aber... Der Eisklotz war ein bisschen weiter unten. Ja, okay, genau. Stimmt's, Link? Oh Gott. Also heute habe ich es echt nicht mit dem Zielen. Oh, heute läuft's echt nicht gut. Heute läuft nichts, wie es laufen sollte. Und wo bin ich denn hier gelandet? Lebender, entzünde die 6 Fackeln und führe die Seele es durch die Dunkelheit irrendes Schiffes ans Licht. Okay, hier sind jetzt mehrere Fackeln als versteckt und ich muss sie jetzt erhellen. Okay, und ich denke mal, das müssen wir mit dem Feuerpfeil machen, weil da ist Fackel 1. Wo alle Fackeln sind, weiß ich gar nicht mehr. Das letzte Mal, wo ich hier war, ist schon ewig sehr. Meine Fresse. Da war Fackel 2, dann da oben war dann Fackel 3. Weil hier muss man sich jetzt echt ganz genau umschauen, wo sich alle Fackeln befinden, weil das echt ein bisschen asozial ist. Dann haben wir hier noch eine Fackel. Ich hoffe, die treffe ich jetzt auf dem First Try. Boom. Yeah. Und dann da hinten noch. Seht ihr die da hinten? So. Ausrichten. Ein bisschen weiter runter. Und das war zu hoch. Okay, dann noch ein bisschen weiter runter. Aber jetzt hat. Yeah. So, das müssten alle Weg gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine fehlt. Ach du Scheiße, da oben. Oh shit. Alter, die ist ja fies versteckt. Holy shit. Okay, das war jetzt deutlich zu hoch. Das habe ich selber gemerkt, schon bei den Zielen. Der Schuss passt nicht. Aber der da. Yeah. Und da kriegen wir auch die Schatztruhe. Nice. Und dann müssten wir eigentlich das alles auf dieser Insel haben, was sich hier verborgen hat. Und das ist ein Huni. Ja, den nehme ich gerne mit. Ich brauche ihr Geld. Ich nehme jeden Cent mit, den ich kriegen kann. Und dann füllen wir uns gleich hier auf, wenn hier schon alles so schön parat liegt und uns schon angeboten wird. Wir haben zwar schon maximale Energie, aber ich will noch maximal Pfeile. Hier müssen wir noch irgendwie Pfeile. Ja, genau. Haben wir noch Bomben hier? Bomben vielleicht? Nein? Sieht nicht so aus, oder? Aber... Man muss jetzt echt schon wirklich doof sein, um hier keine Magie oder Pfeile zu haben, weil hier kriegst du mehr als genug, um diese Fackeln zu treffen. Also wer es schafft, alle Pfeile zu verschießen, die er besitzt,
Hier, in dem Moment. Der sollte wirklich mal überlegen, ob er nicht zum irgendeinen Schießkurs oder so gehen sollte, weil dann ist er echt zu bescheuert für alles. Am meisten fürs Ziel. Oder sag ich, der vorhin probiert hat, irgendwelche Vögel abzuschießen, aber die haben sich bewegt, okay? Die Fackeln bewegen sich nicht. Dann haben wir das geklärt. Gut. Und dann würde ich sagen, holen wir noch schnell uns den Fischi und dann brechen wir uns schon auf nach Preludien. Weil da wartet eine etwas größere Sache auf uns im Preludien. Eine etwas größere. Was das ist, werde ich aber aktuell noch nicht verraten. Das behalte ich noch ein bisschen für mich. Aber, naja. Hey Jungchen, du weißt schon, jeder hat das Spiel schon gezockt und kennt das Spiel. 90% deiner Zuschauer kennt das. Also, du brauchst hier nichts zu verheimlichen oder so tun, als würdest du nichts wissen. Also, gib mal deine Stehkarte her, du mächtiger Schauspieler. Alter, diese Fische, ne? Irgendwann grill ich einen, irgendwann lock ich einen mit dem Futter an, wirf die Angel auf aus Twilight Princess und angel mir so ein Drecksvieh und den esse ich dann. Und mir ist egal, ob er redet oder nicht. Ja, halt die Schnauze und du wirst das eh nie machen. Dazu, du hast doch hier bestimmt auch schon dieses Schiff kreuzen sehen, das wie wild mit seiner Kanone um sich feuert, als gäbe es kein Morgen mehr. Ja, das habe ich im letzten Part versenkt, warum? Ich bin mir sicher, dass es mit Schätzen voll beladen ist. Und wie, du hast es versenkt? Ich hab's versenkt. Willst du mich verarschen, Mann? Wozu habe ich dir gerade die Information gegeben, wenn du es eh schon gemacht hast? Was soll der Scheiß? Ja, sorry, ich war ein bisschen stiller. Ach, halt die Schnauze, ich verfisch mich wieder. Also, ciao, Mann. Ciao. Ah, da war er beleidigt, ne? Aber okay, gehen wir nach Preludien, machen uns nichts draus. Man kann es echt nicht jedem recht machen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, wenn wir dort sind. Also, bis gleich. Okay, ich habe euch schon größtenteils geschnitten, also wie ich am Land gegangen bin und so, das war jetzt eigentlich nicht so wichtig. Aber ihr müsst auf diesem Berg vom Anfang, natürlich ohne diese Drecksviecher, wo meinen, sie können irgendwie alles und müssen einen total abfacken und nein, ihr gottverdammten Drecksviecher. Alter, wie ich diese Viecher hasse! Die nerven einfach nur! Es sind so viele und sie hören einfach nicht auf! Wir können immer so. Alter, ich reiß den irgendwann den Kopf ab! Aber okay. Wir müssen euch jetzt quasi hier hinstellen und unser Ziel ist dieser Felsen dort hinten. Dieser Gesichtsfelsen. Den solltet man eigentlich von hier aus ganz gut sehen können. Deswegen stellen wir jetzt den Wind ein und fliegen dann mit Samt-Deko-Blatt dort rüber. Das ist jetzt quasi unser Ziel. Deswegen ausrichten, nach Westen und nun rüberspringen. Also Link, let's go! Woo. Perfekt. Ein perfekter Flug und die Flugbahn stimmt auch. Der Wind passt, die Höhe aktuell ist auch noch akzeptabel. Man kann natürlich auch anders dort hochkommen. Ich glaube, mit den Endhaken geht's auch. Da bin ich mir aber gerade nicht ganz so sicher. Aber ich glaube, mit Endhaken funktioniert das sogar auch ganz gut. Müsste ich dann im Nachhinein mal austesten, weil da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber okay, machen wir diesen Felsen weg und schmeißen den runter. Und gehen in das Loch rein. Und dort drinnen wartet nun eine Drivers-Karte auf uns. Allerdings gibt es sonst die nicht einfach so. Was steht denn auf dem Stein? Erwünscht in der Irrgarten. Jener, der den goldenen Splitter sucht. Eine Karte zu ihm ruht in den Tiefen der Tiefsten der Finsternis. Und das heißt quasi... Ach, okay, ich zeig's euch einfach. Ich zeig's euch einfach, damit ihr mal erstmal ein Bild davon bekommt. Weil, sagen wir es ganz kurz und knackig, das Ding hier ist ein Boss... Ein Gegner-Rush. Kein Boss-Rush, sondern ein Gegner-Rush. Und Boomerang, wenn du eigentlich herkommen würdest, hätte ich es deutlich schneller. Ihr müsst quasi hier jede Gegnerart mehrmals bezwingen. In den verschiedensten Variationen. Allerdings, weil das ziemlich lange dauert und nicht so unterhaltend ist, wie du hier Massen an Gegner abmuckst, würde ich sagen, ich spule euch die ganze gottverdammte Scheiße vor, weil das würde eine Weile dauern. Also, ich würde sagen, mit epischer Musik unterlege ich euch das jetzt und viel Spaß, wie ich jetzt Horden an Gegnern abschlachte. Also, bis gleich!
Okay. Phase 1 ist komplett überstanden. Hier haben wir jetzt hier quasi nochmal einen Checkpoint-Raum. Und was ich jetzt mal ganz kurz ansprechen möchte, ist, an dem Tag, wo ich das hier gerade aufnehme, also am 27.09., wollte ich mal so sagen, habe ich die Capture Card bestellt. Also die Elgato Game Catcher HD60S. Und das wird heißen, es wird bald gecapturete LPs auf den Kanal geben. Das werde ich noch genau in den Zusatzvideo machen. Das ist mir nämlich gerade so während des Kämpfes noch eingefallen und das habe ich mir so gedacht, das sage ich mal so ganz schnell spontan bei diesem Checkpoint-Raum hier. Aber da würde ich sagen, weiter geht's mit der Vorspülerei, weil bist du noch lange nicht fertig, Leute. Noch lange nicht. Weiter geht's. Nächster Checkpoint. Alter, das geht ja viel schneller als in meiner Erinnerung. Holy shit. Und hier ist natürlich auch jede Menge Geld, was eigentlich auch ziemlich nice ist, muss ich sagen. Also, wenn man mal Geldmangel hat, wird man hier reichlich belohnt. Aber weiter geht's. Geschafft. Wir haben den Anfang geschafft. Aber, sagen wir es mal so, für jeden normalen Spieler ist das, hier ist das Ende. Hier sieht man das Wappen, das Triforce auf dem Boden. Alle wissen, was das bedeutet. Das bedeutet, Lied des Windes und Triforce-Karte. Das ist ja eigentlich das, was wir auch haben wollen. Aber, hier drin ist noch etwas versteckt. Was noch tiefer liegt als die Triforce-Karte an sich. Aber erst holen wir uns natürlich die Triforce-Karte, weil die ist storyrelevant. Und die ohne die gehe ich hier nicht mehr raus. Weil, sagen wir es so, wenn wir jetzt diese Karte haben, fehlen uns glaube ich nur noch zwei. Und dann haben wir sogar schon alle Triforce-Karten, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann mich täuschen, wir können mal schnell nachschauen. Weil wir können jetzt zum Glück da alles angucken auf die Schnelle. Schauen wir uns mal an. Ja, uns fehlen nur noch zwei Triforce-Karten. Wow. Einfach nur wow. Und jetzt Achtung, nicht in den Lichtkegel treten, wenn ihr 100% spielt. Weil die, wo 100% spielen, wollen und alle Herzteile sammeln und den ganzen Rest, Schatzkarten etc., gehen jetzt hier drin weiter. Aber hier kommt ihr nur weiter. Nur, wenn ihr den Spiegelschild besitzt. Sonst habt ihr an der Stelle verkackt. Und oh nein. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil
Na komm, lauf, lauf. Ja, genau. Weil die Mumien, die Gyptos, werden nämlich durch das Licht paralysiert und können sich nicht mehr bewegen und winden sich vor Schmerzen. Oh ja, und was ist mit dem los? Lady läuft einfach, aber er reagiert nicht. Lol. Okay, wenn er meint. So, paralysiert und Angriff. So, und der auch noch. Bam. Und stirbt. Gut. So, dann ist nur noch einer übrig. Und dann killen wir den auch noch schnell. Ab hier gibt es nämlich jetzt quasi die Gegner, wo in den beiden letzten Dungeons, glaube ich, waren. Also jetzt hier der Terra-Tempel quasi. Und dann spielt er, glaube ich, sogar doch der C4-Tempel. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber an der Stelle spult es euch natürlich auch wie immer vor. Also, wir sehen uns, wenn ich hier den ganzen Scheiß hier wieder erledigt habe. Bis gleich. Endlich mal wieder ein Checkpoint-Raum. Meine Güte. Sind ja schon ziemlich tief drin. Und das war es, glaube ich, meines Wissens nach auch der letzte Checkpoint, den wir jetzt erreichen werden. Weil jetzt kommt eigentlich nichts anderes mehr, als es quasi der C4-Tempel und dann sind wir fertig. Dann würde ich sagen, auf zur letzten Ebene. Okay, ich hab mich doch gehört. Jetzt ist ja einfach nur Bilder gespamme. Wow, fuck it. Ach du Scheiße. Jetzt spammt er einfach nur noch Gegner. Oh shit. Okay. Hab ich gesagt, so viel Tempel, jetzt kommt einfach nur Gegner gespamme. Also freut euch auf die ganzen Gegner, die ich jetzt vernichten werde. Ja, bis gleich.
Das war's. Das war der letzte Raum. Ach ja, hier in der Schatztruhe werden wir sie öffnen und ich sag euch gleich, in der Wii U-Version ist da was anderes drin. Ne? Damit ihr Bescheid wisst, weil hier kriegen wir ein Herzteil. Und in der Wii U-Version ist das so, hier kriegst du kein Herzteil. Hier kriegst du den Helden-Talisman. Aha, das, was wir gerade aufhaben, bekommt man eigentlich in der Wii U-Version hier. Warum das geändert wurde, kann ich nicht sagen. Und falls ihr euch jetzt wundert, hä, was ist da mit dem Herzteil passiert? Das bekommt, das ist eigentlich quasi vertauscht. Also von der Lehrerin bekommt man dann das Herzteil. Und hier unten bekommt man den Helden-Talisman. Warum die das in der Wii U-Version geändert haben, weiß ich zwar nicht, aber naja. Kann man nicht ändern. Und damit dieser Part jetzt nicht komplett nur aus Kämpfen besteht, würde ich sagen, gehen wir in dem Part sogar endlich mal auf die Auktion. Und ich schneide euch quasi alles rein, was wir gefunden haben oder was wir bekommen können. Und was ich halt mir steigern konnte. Also, wir sehen uns im Portemonnaie bei den Gewinnen. Bis gleich. Ich würde sagen, das ist Sieg Nummer 1. Und damit haben wir sogar noch in diesem Part ein neues Herz bekommen. Nice. Okay, holen wir uns da gleich mal den nächsten Preis. Und damit haben wir die Schatzkarte Nummer 1 hier, weil das heißt quasi, was ich jetzt eigentlich schon verraten habe, ihr gebt es noch eine Schatzkarte. Also, die schnappen wir uns jetzt auch noch schnell. Bis gleich. Und damit haben wir auch noch ein Glücksammeltier erworben, was hier auch in der Aktion verborgen liegt. Nice. Und ich probiere mich jetzt mal an der Schatzkarte, weil die ist jetzt eine Weile nicht aufgetaucht und deswegen habe ich jetzt einfach das Glücksamulett mir gekauft, obwohl ich es nicht brauche. Aber naja, schauen wir mal. Probieren wir es einfach mal. Auf gut Glück. Okay. Ich habe so mal mit diesem Typen geredet und er sagt so, nö, weißt du, wir haben nichts mehr da, weißt, ich kann dir nichts mehr geben. Also ich wäre einfach so, nice. Wir haben die Auktion komplett leer geräumt. Jetzt haben sie keine Ware mehr. Nice, nice, nice. Aber okay, ich würde es mal sagen, ich beende hier an der Stelle den Part. Damit ihr wisst, was wir im nächsten Part ungefähr machen werden, habe ich auch nämlich schon einen kleinen Plan gehabt während der Auktion. Wir werden hier im Portemonnaie noch ein paar klitzekleine Sachen erledigen. Und wenn dann wir noch genug Zeit haben, machen wir auch die Croc-Quest. Weil die vertrockneten Bäumchen, die tun mir mit der Zeit echt ein bisschen leid, ne? Also, lasst ein Like, Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei The Legend of Zelda, The Wind Waker. Wenn wir weiterhin die Welt komplettieren. Und bald ist das LP vorbei. Es wird nicht mehr lange gehen. Wir sind schon größtenteils mit dem Spiel durch. Also, bis dann. Und ciao.